Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video geht es dann wieder um Top-Cydia-Tweaks aus der letzten Zeit. Ist ja immer sehr beliebt bei euch. Ein paar Tweaks werden etwas kosten, aber es werden auch kostenlose dabei sein. Das heißt, für jeden ist was dabei auf jeden Fall. Fangen wir doch gleich mal mit dem ersten Cydia-Tweak an. Dieser nennt sich Port Switcher und kostet 1,49 $ in Cydia. Ich gehe jetzt hier einfach mal ins Multitasking und da finden wir hier schon den kleinen Schriftzug Port Switcher. Da kann ich einmal rauf tippen. Und da haben wir dann eine Übersicht über die Musik, die ich jetzt am iPhone habe. Ich habe jetzt im Moment noch gar nicht so viel drauf, da ich normalerweise am iPhone nicht so viel Musik höre. Hier oben hat man noch eine Übersicht über die Alben, die Künstler und dann die Playlisten. Und hier unten kann man das Ganze twittern oder zum vorherigen oder nächsten Lied springen. In den Einstellungen gibt es natürlich auch noch einige Einstellungen, die man zu diesem Tweak vornehmen kann. Ich gehe jetzt einfach mal zu dem Tweak Pod Switcher. Wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. Da kann man das Ganze einmal enablen oder hier kann man die Animation auswählen. Ich habe jetzt, wie gesagt, Coverflow ausgewählt. Hier gibt es noch ganz verschiedene, die man sich dann einfach auswählen kann, je nachdem, was halt einem am besten gefällt. Kommen wir zum nächsten Tweak und dieser nennt sich TV Locker. Wenn ich jetzt das iPhone hier oben einfach mal locke, dann haben wir hier diese schöne TV Lock Animation und das Ganze geht auch mit Swingtomize 2, aber da hat man dann schon wieder so viele Funktionen, die man eigentlich gar nicht dann braucht. Ich finde diese TV-Locker-Animation sehr schön, ist kostenlos in Cydia erhältlich. Es gibt auch eine Pro-Version, diese kostet dann 99 Cent. Und in dieser Pro-Version hat man dann hier noch weitere Einstellungen, die man dann halt nehmen kann. Wie zum Beispiel hier noch die Animationsdauer und so weiter. Könnt ihr euch ja mal ein bisschen durchfuchsen, wenn es euch weiter interessiert. Ja, kommen wir doch jetzt schon zum nächsten Tweak, dieser nennt sich Flusterless, ist kostenlos in Cydia erhältlich und damit habe ich die Möglichkeit, wenn ich hier auf dem Lockscreen bin und so von links nach rechts hier oben swipe, dann bin ich jetzt im Do Not Disturb Modus und wenn ich das Ganze nochmal mache, dann bin ich wieder im normalen Modus. Ja, ist ganz cool, braucht man nicht erst in die Einstellungen gehen oder das Ganze über NC Settings etc. zu machen. Ja, finde ich ganz cool, geht das halt wesentlich schneller. Der nächste Tweak nennt sich Tap to Widgets und kostet 1,99 $ in Cydia und ist ein Tweak für das Notification Center. Wenn ich jetzt hier mal ins Notification Center gehe, dann seht ihr, ich habe hier ganz unten so eine Leiste. Wenn ich da einmal ganz links drauf tippe, dann kann ich hier jetzt eine neue Erinnerung erstellen. Dann kann ich hier etwas auf Facebook posten, dann noch auf Twitter posten oder einen neuen Kalendereintrag machen hier. Und ganz rechts habe ich die Möglichkeit, eine neue Notiz zu machen. Damit das Ganze auch im Notification Center aktiviert wird, muss man das Ganze noch hier in den Mitteilungen einstellen und aktivieren. Da ist dann hier einfach Tap to Widgets und da muss man das Ganze hier in der Zentrale aktivieren. Es gibt natürlich auch noch Einstellungen zu diesem Tweak hier unten bei Tap to Widgets. Da kann man einmal die Reihenfolge hier einstellen, also in welche Reihenfolge das Ganze hier oben angezeigt werden soll. Ich mache das mal so und jetzt haben wir Kalender hier an der zweiten Position und ja, finde ich ganz sinnvoll, damit hat man da einen schönen Schnellzugriff für diese Apps und ja, spart eine Menge Zeit, wie ich finde. Der nächste Tweak nennt sich Spotlock und ist kostenlos in Cydia erhältlich und normalerweise nutzt man ja diese Spotlight-Suche hier nicht, ich jedenfalls nutze sie gar nicht. Und wenn ich jetzt mal in diese Spotlight-Suche gehen möchte, dann seht ihr schon, wird mein Gerät hier gelockt und ja, ich finde das Ganze wirklich sehr schön. Kann man einfach in die Spotlight-Suche gehen und ja, für die Leute, die das jetzt nicht benutzen, dann ist das wirklich ein richtig cooler, kostenloser Cydia-Tweak. Kommen wir jetzt auch schon zum letzten Tweak, den ich euch in diesem Video vorstellen möchte. Das ist YouTube. Dieser Tweak kostet 4,99 $ in Cydia und damit hat man halt die Möglichkeit, YouTube-Videos runterzuladen. Ich gehe jetzt hier einfach mal in die YouTube-App und suche jetzt einfach mal nach meinem Kanal und nehmen wir an, ich möchte jetzt dieses Video hier runterladen, mein iPhone 5 Unboxing. Dann haben wir hier dieses neue Symbol hier und da tippe ich jetzt einfach einmal rauf. Dann kann man hier die Qualität auswählen, ich nehme natürlich 1080p. Und wenn ich jetzt hier einmal in dieses Seitenmenü gehe, dann haben wir hier diesen neuen Tab Downloads. Da kann ich einmal raufgehen und dann sehen wir hier schon, das wird hier gerade runtergeladen, das Video. Da kann ich mir das ganze Video dann auch offline angucken und hier sehe ich dann auch meine anderen Videos, die ich schon runtergeladen habe. Das ist im Moment noch nichts, aber funktioniert wirklich sehr gut und ist ein sehr schöner Cydia-Tweak.
Ja, ansonsten war es das auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch wie immer sehr gut gefallen. Und ja, gebt doch gerne einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich wirklich sehr freuen. Ihr könnt mir auch gerne unten abonnieren, um keine weiteren Videos über Apps, Studio Tweaks, Produktreviews und so weiter, Unboxings etc. zu verpassen. Ja, würde ich mich wirklich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss.